Moin meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber-Insel. Heute haben wir viel vor und zwar, ich möchte mein Haus fertig bauen. Let's go, ihr seht, im letzten Part haben wir schon, das Grundriss sozusagen gebaut. Hier die Garage, hier müssen wir es auf jeden Fall noch zu Ende bauen. Hier das zweite. Ja, auf jeden Fall, wir haben heute viel, viel, viel vor. Hier muss noch ein kleines Garten hin. Hier könnte noch ein Trampolin hin. Das muss noch irgendwie gemacht werden. Auf jeden Fall, wir werden zwar nicht heute alles schaffen, aber, Leute, wir werden einiges machen. So, lass mal erstmal gucken, ob in der Krümelkiste irgendwas Neues gebaut wurde. Weil man muss ja immer auf den neuesten Stand sein. Und ich würde sagen, ich fliege hin und dann sehen wir uns wieder. So, wurde hier irgendwas Neues gebaut? Mein Jetzt König, stopp jetzt! Alter, Alpha-Stein hat geklaut! Oha! Ich will damit nichts zu tun haben. So, meine Freunde, haben wir hier noch was drin, was wir noch benutzen könnten? Wie das hier zum Beispiel. Das hier könnten wir auch noch für die Einrichtung benutzen. Sehr, sehr wichtig, sage ich euch ganz ehrlich. Also, ich meine für mein Restaurant. Also, das ist jetzt für Restaurant. Nee, wobei, nicht fürs Restaurant, Leute. Das ist jetzt für unser neues Haus. So. Lass mal wieder zurückgehen und let's go. Boah, Leute, das sieht auf jeden Fall schon richtig krass aus. Guckt euch das mal an. Das Haus, Leute, das wird 1A. So. Ah, wichtig, wichtig. Wir müssen dann zwar ein bisschen, ein bisschen von Knochenmehl farmen, aber das ist... Ey, wieso wurde es auf einmal dunkel, Alter? Was ist das denn, Mann? Gibt's doch wohl gar nicht. Dann gehen wir jetzt ein bisschen Knochenmehl holen, dann machen wir das hier... Fertig, dann haben wir schon wieder Holz, um die Einrichtung zu machen, um das alles schön, Leute, guckt euch das an, das sieht auf jeden Fall schon richtig krass aus. Es wird auf jeden Fall eine richtig krasse Villa, die wurde ja leider gesprengt. Ein Cravex hat uns ein Hotel zur Verfügung gestellt, auch ein ehrenhafter. Jetzt müssen wir ein bisschen Knochenmehl farmen. So, hier ist auch das erste Knochenmehl, let's go, das ist auf jeden Fall richtig wichtig jetzt für mich. Wir brauchen so viel wie möglich. Hier, let's go, und zack, so. Zack, zack. Und jetzt können wir direkt wieder zurück. So, Leute, träum was Schönes. Ah, okay. Also, wir sind jetzt auch schon wieder zurück. Einmal, zack, Knochenmehl machen. Boah, viel. Ah, ich bugge, Leute. Nein. Ey, das wollte ich gar... wie nice. Ist hier noch? Aber wir haben ja nur eins gepflanzt. Oh, es ist so dunkel hier, ey. Leute, es ist so dunkel. Wir müssen jetzt das ganze Holz farmen. So, Leute, apropos Restaurant, haben wir zwar noch nicht drüber gesprochen, aber ich sehe, Alphastein ist online und ich weiß, Alphastein ist auch irgendwie in Flauschi verliebt oder so. Wir können uns ein bisschen Geld eintreiben, meine Freunde. Ihr wisst auch schon, wie. Ich glaube, wir müssen erstmal schlafen gehen, weil es ist irgendwie dunkel geworden. Aber dann werden wir im Chat schreiben, dass das Date-Paket nur noch heute geht. Also, das Date-Paket ist nur noch heute zur Verfügung, schön zum Abend. Mal gucken, was die so sagen werden. Let's go! Oder ob hier irgendjemand kommen wird, natürlich. So, meine Freunde, wir schreiben. Restaurant der Snoopy. Date-Paket. Nur noch heute zur Verfügung. Zur Verfügung. So. So, Leute, mal gucken, ob jemand kommt. Rüstung. Ey, meine Rüstung. So, immer ein paar bisschen hier Platz machen, natürlich. Was brauchen wir nicht mehr? Das, zack, bam, können wir unsere Rüstung schön ausziehen. Wenn jemand kommt, dann sind wir vorbereitet. Let's go, Leute. Aber ich glaube, niemand wird kommen, sag ich euch ganz ehrlich. Bitte kommt jemand. Bitte, ich brauche Kundschaft, ey. Leute, ich warte jetzt einfach mal so 10 Minuten oder so und dann sehen wir uns wieder. Leute, sonst lassen wir versuchen, hier Leute anzulocken. Wir gehen jetzt hier einfach rum und sagen wir ganz laut, hehe. Date-Paket nur noch heute zur Verfügung. Date-Paket nur noch heute zur Verfügung. Anscheinend niemand hier. Leute. Oh Mann, ey. Was ist das denn? Oh, Leute. Egal, wir werden jetzt einfach mein Haus weiterbauen. Und let's go. Ich habe jetzt ein bisschen Holz gefarmt. Oder eher gesagt, Setzlinge angebracht. Jetzt können wir auch schon anfangen, mein Haus komplett zu Ende zu bauen. Das heißt, hier können wir das Dach auf jeden Fall zu Ende bauen. Hier ist ja die Garage. Das heißt, hier müssen wir höchstwahrscheinlich
eine Wand ziehen und das aus Beton. Ja, ist nicht schlimm. Geht fit, würde ich mal sagen. So. Ist nicht so geräumig wie davor natürlich. Aber hier, ich glaube, man kann hier noch ein bisschen zurückgehen. Oder was sagt ihr? Also, ein bisschen zurückgehen kann man da noch, damit wir viel schön viel Platz haben, würde ich mal jetzt so sagen. Hier kann, ja, ein Schlafzimmer, kann, ja, ein Wohnzimmer, kann alles Mögliche hin. Boah, Lofty ist da. Okay, Leute, wir müssen ihn gleich anloggen zu meinem Restaurant. Und dann können wir schön Kohle kassieren. Oder wir werden ihm so nett und ein bisschen spendieren. So, und jetzt schreiben wir direkt im Chat. Lofty, wo bist du? So, das fragen wir jetzt so richtig, Leute. Weil wir wollen unser Restaurant nach oben in die Decke bringen, Leute, sozusagen. Wir wollen unser Restaurant so krass, ja, zum Trend sozusagen machen. Dass die Leute vorbeikommen und alles von da wegnehmen wollen. Die wollen dann sozusagen alles haben, egal was ich da anbiete. Wenn ich da Zombiefleisch habe, die wissen, es wurde gereinigt. Und so, wisst ihr ja. Wisst ihr ja, Leute. Ich bin sauber. Versteht ihr das? Ich würde sagen, ich baue jetzt ein bisschen. Und dann, ja, wenn ich den Boden gemacht habe, dann seht ihr das Ergebnis. So, meine Freunde, bin jetzt schon eigentlich schon weit gekommen. Bin jetzt hier, also man kann nicht meckern, hab den Boden gemacht, hab hier die Garage gemacht. Bloß, ich habe ein kleines Problem, ob ich von hier kommen soll. Warte, ist das hier die Behutsamkeitsspitzhacke? Oder ob ich irgendwie, ich weiß es noch nicht, ob ich von hier kommen soll. Das ist echt meine Frage gerade. Ich würde sagen, ich komme von hier so. Ja, also man kann halt nicht meckern, so wisst ihr. Schlimm ist es jetzt nicht, aber ist jetzt nicht angemessen. Wo sind meine Glowstone-Blöcke? Wir können die dann direkt Glowstone hinmachen, weil es ist ganz schön dunkel, so. Zack, und ich zeig euch mal, bis wo das gehen soll. Es soll bis da hinten. Bis da hinten soll das dann gehen. Hier, zack. Glowstone nehmen. Ist in der zweiten Hand machen. Und dann das abbauen. So, meine Freunde, das ist jetzt fertig. Also, sieht auf jeden Fall gemütlich aus, aber ich werde halt hier zum Beispiel, werde ich einen extra Raum, geht das überhaupt? Nee, hier geht es auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Hier werde ich einen extra Raum machen, zum Beispiel zu den Kisten, eine Toilette, hier kommt Sofa hin und so weiter. Das werde ich dann jetzt noch machen. Hier, würde ich sagen, kommt der erste Raum rein. Ja, so ist okay. Der wird halt ein Kistenraum. Der wird nicht allzu groß, nicht allzu klein. Wird mittelmäßig, würde ich jetzt so grob behaupten. Hier, also, ja, bis da. Wobei, es muss halt schon für Kisten, es muss sortiert sein. Ja, doch. Ich glaube, diese Größe, wie viel geht es doch hier? 2, dann kann man hier auch 2 machen. Also, diese Größe könnte in Ordnung sein, aber man kann noch ein nach hinten hier. So, zack, zack, zack. Also, auf jeden Fall, ja. Was ist hier? Was ist das? Egal, also. Ja, auf jeden Fall, hier wird jetzt der schöne Kistenraum entstehen. Und by the way, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch solche Formate gefallen. Also, ja, also wie gesagt, bauen, sowas halt in der Art. Schreibt mir auch ein paar Tipps rein, was ich bauen könnte zum einen. Also, was krass wäre für mich zum Bauen. Also, was könnte ich hier auf der YouTuber-Insel bauen? Mich würde echt interessieren, was ihr so sagt. Schreibt es mal wirklich in die Kommentare. So, auf jeden Fall, das müssen wir jetzt schön mit Kisten vollklatschen. Also hier, 2 da, 2 da, 2. Oder auch so, wie die Meister so machen. So, wisst ihr? Das könnte auch gut kommen, weil da können wir das so einzeln sortieren. Ah, ich glaube, so machen wir das. Ich hülle das jetzt aus und dann mal gucken, wie das aussieht. So, meine Freunde, ich habe das jetzt fertig gemacht. Hat zwar ein bisschen gedauert, weil ich musste erstmal Knochenmehl und so besorgen. Aber jetzt können wir anfangen, hier die Kisten zu verteilen. Erstmal brauchen wir natürlich Kisten, aber das wird nicht so schwierig sein. Wir können egal welches Holz benutzen. Also, wir können jetzt diese Sachen, schade, erstmal hier rein tun. So. Das können wir einfach irgendwo hinwerfen, Leute. Zack. 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 Da können wir auch direkt irgendwo, Leute. Irgendwo. Es ist egal, welches Holz. Wir können Holz farmen und dann können wir uns Kisten machen. So, meine Freunde. Ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stacks gefarmt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also, ich muss so, ich schätze mal so, 30 Doppelkisten. Ich glaube, 30 Doppelkisten. Wie viel Holz ist das jetzt? Ja, es könnte, also
Es wird knapp auf jeden Fall. Jetzt erst mal gucken. So, wie viele Kisten können wir machen? Truhe. 52, okay. Also, das reicht aber dicke aus. So, dann können wir auch hin und hier das direkt placen. Wie soll das sein? So, so, so. Nee. Das ist ja komplett falsch. Oh, oh. So. Ja. So, genau so. Ja, so ist richtig. Zack, so. So, ich place das jetzt. Und dann, das wird so krass aussehen. Meine Freunde, ich hab die gerade alle gebraucht, aber es hat einfach nicht gereicht. Oh Mann. Ich habe jetzt einen halben Stack gefarmt. Also das sollte eigentlich reichen. Wir brauchen ja nicht so krass viel. Jetzt erstmal gucken, wie viele wir jetzt machen können. So 5 Stück, denke ich. Ah, okay. 15 Stück reichen easy. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Och nee, es kann sein, dass es nicht reicht, oder? Doch, doch, doch. Alles gut, Leute. Ich habe nie was gesagt. Zack. Also, es sieht optisch, sieht es wirklich krass aus. Hier, da kann man so, zack, 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 zack. Ich mache das, glaube ich, mit Schildern, nicht mit diesen, ihr wisst ja was. So, okay, dann können wir jetzt Schilder holen und zack, Leute. Wir haben jetzt die Schilder. Also, hier wird, sagen wir, Stein reinkommen. Stein, Holz, Holz. Was kommt hier? Hier kommt Beton. Hier kommt Farbe. Hier kommt Seltenes. Oder wobei, wir machen hier Rüstungen hin. Und hier Seltenes. Hier Quarz, Erde, Natur, Deko, Dias. Das machen wir einfach einzeln. Eisen, Gold, noch Nether. Right, so machen wir das einfach jetzt. So, Netherite, aber was gibt's denn noch so, Leute? Wir müssen überlegen. Ah, wir haben was vergessen, und zwar Essen. Ich würde sagen, hier machen wir einfach Emeralds hin. Einfach random, Leute, also ist ja egal. Hier kommt seltenes sowas, hier, wie keine Ahnung was. Also da kann alles Mögliche kommen. Also, ja. Wolle kann man auch noch einzeln sortieren. Genau wie Eimer. Boah, Leute, was wichtig ist, und zwar Raketen. Die sind richtig, richtig, richtig wichtig. Leute, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach zu Ende und dann sehen wir uns. Ich musste mich lange überlegen. So, meine Freunde, ich habe jetzt einiges aufgeschrieben. Das meiste natürlich nur, also einzeln Hähnchen, Karotten, Kekse, hier natürlich Glas. Dann noch Wassermelone, Kies, Sand, TNT. Hier habe ich nur Fische, Keramik. Da wusste ich wirklich nicht mehr, was da noch hinkommen kann. Aber das wird auf jeden Fall eine heftige Kiste. Ich habe schon ein bisschen Stein aus meinen Kisten genommen. Erde kann auch direkt hier rein. Leute, das ist so... Ey, das ist so geil, wenn man alles so direkt parat hat. Also nicht so, dass alles kaputt ist oder so. Boah, das ist so geil, ey. Wir können hier direkt alles sortieren. Was gibt's hier? Quarz. Haben wir noch Quarz? Nee. Dann können wir jetzt erstmal wieder zu unserer Schalker gucken, was wir umsortieren können. Komm, wir nehmen die ganze einfach mit. Lass mal gucken gehen. So, was haben wir noch? Holz, wichtig. Holz, wo ist Holz? Hier ist Holz. Boah, so einfach. Was haben wir noch? Wir haben noch Kies. Kies und Sand, habe ich gesehen. Wo ist Kies? Da. Da ist Kies, da ist Sand. Sand, Eisen und Gold, das habe ich halt auch alles einzeln gemacht. Selten ist natürlich hier, zack. Rüstungen ist auch zack. Hier, das gehört natürlich auch dazu. Hier, nee, das ist Eisen. Zack, was haben wir noch? Komm, wir nehmen einfach alles raus, weil alles brauchen wir nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Seltenes, zack. Ich sortiere das jetzt einfach. So, meine Freunde, ich bin jetzt einigermaßen fertig hier, zack. Ich habe alles sortiert, das ist so geil damit. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, hier kann man sagen, sind wir fertig. Das werde ich noch ganz, das werde ich off-cam machen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ran an dieses Stock. Oh, oh. Das wird auch... das wird krass sein. Let's go. Wartet. Erstmal müssen wir Kies und Sand farmen. Das ist ganz wichtig. So, meine Freunde. Ich bin wieder da. Ganz, 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 ganz viel Sand und Kies besorgt. Nicht ganz, 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 ganz viel, sondern ein bisschen. Sag ich mal so. Ich würde sagen, wir haben 4 Stacks von Kies. Das heißt, wir nehmen 2 Stacks davon. Wo ist Sand? Wo ist Kies? Hier Sand. Ja, dass wir noch 2 Stacks von haben. Zack.
Wieso tue ich das in Kies rein? Oh. So. Und hier auch, bis ich nur noch zwei habe. Nehmen wir ein bisschen Farbe. Wo ist Farbe? Ich muss mich erstmal wieder einfinden hiermit. Bis wir zur Workbench. Dieses ganz hier hinten. Zack. Ey, nicht das. So. Bam. Ja, das ist okay. Also, ja, kann man nicht meckern, so Leute, wisst ihr? Kann man ehrlich nicht meckern. So, ich mach jetzt mal den Boden und mal gucken, wie das dann am Ende aussieht. Let's go! Ich habe jetzt einmal hier ein paar Sachen getan, habe das hier einmal umgeändert, habe hier außen was hingemacht, damit es halt schöner aussieht. Hier, seht ihr, wisst ihr ja schon, eher gesagt, habe ich auch hier alles ausgefüllt. Und das mit dem Aquarium, das wisst ihr ja, das machen wir so. Wir machen das hier, als ob da nie was wäre. Und dann durchs Haus machen wir dann noch so einen Eingang. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Vielleicht werden wir das im Stream machen am Samstag. Oder ich weiß doch nicht wann, Leute. Sagt euch ganz ehrlich, wir können hier jetzt erstmal ja ein bisschen einrichten. Oder wobei, wir können das eigentlich auch jetzt machen. Hier ist es schon. Wir sind schon da. Wir müssen eigentlich gar nicht weit gehen. Wir können so, zack. Ja, jetzt können wir schon einfach loslegen. Also, ich habe es jetzt fertig gemacht und das ist wirklich ein cooler Moment, Alter. Ich habe es hinbekommen, es wieder so gut wie möglich zu reparieren. Ich zeige es euch mal. Hier ist der ein Weg rein, also der Weg rein, Leute. Und bam, Leute, ich habe es einen höher gemacht. Hier muss natürlich noch Beton hin und da auch. Aber ich habe es wirklich versucht, komplett zu reparieren, sodass man es auch von außen nicht sieht, weil es soll so Art geheim sein. Man, von außen soll man es nicht sehen. Ich zeige es euch, man sieht schon, dass da irgendwas ist oder so. Aber, ja, ich finde es okay. Also nicht schlimm, nicht gut. Also so in der Art. Wir haben jetzt heute viel geschafft. Guckt euch das mal an, Alter. Wir haben das, alles gemacht heute. Hier bin ich wirklich noch am Überlegen. Hier muss auf jeden Fall ein Bett hin. Das muss ich mir aufschreiben. Bett. Snoopy schreibt dir auf Bett. Hier können irgendwelche Geheimgänge oder so rein. So, das können wir machen. Hier kann ein Schreibtisch rein. Ich kann schon ein bisschen anfangen hier. Vielleicht so. Ja, also so ist okay. Ja, also kann man das lassen, glaube ich. Oder, oh, hier dann noch so ein Mini-Aquarium. Müssen wir uns aufschreiben. Ja, wobei, müssen wir uns nicht aufschreiben. So ein Mini-Aquarium ist okay. Kann man dann mal gucken, ob man es denn machen will oder auch nicht. Können wir uns erstmal, zack, Türen machen. Wichtig, wichtige Hase, Leute. Zack, Türen. Die erste. Dann müssen wir das erstmal mitnehmen. Komm her. So, das placen wir dann erstmal. Wo wollen wir es hinplacen? Einfach hier rein. Ja, fällt niemand auf. Sag ich euch ehrlich. Nein, wir haben kein. Doch, haben wir. Leute, ich dachte schon gerade, Alter. Ich dachte ehrlich schon gerade so. Machen wir uns Tür. So. Nein, ich will keine 12 Türen, Alter. Junge. Zack. Können wir hier? Türen. Let's go. Hier eine Tür, check. Hier können wir gucken, ob Türen hinkommen können. Sieht nicht gut aus. Also egal wie rum, sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Hier müssen wir gleich noch Erde ersetzen. Wo müssen noch Türen hin? Ich glaube, das haben wir. Jetzt können wir hier Erde hinmachen. Oh. So, meine Freunde, ich habe jetzt das Gras zu Ende gemacht. Also ich habe das jetzt alles zu Gras umgewandelt. Hier fehlt noch ein bisschen, aber das kann ich ja die nächsten Tage machen. Wir sind auf jeden Fall richtig weit heute gekommen, haben das gemacht, haben ein Kistenlager gebaut, haben das gemacht, haben unser Aquarium wieder gemacht. Wir haben so viel heute gemacht, haben ein Haus weitergebaut, alles drum und dran. Auf jeden Fall, ich habe das jetzt gemacht, das sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Guck ich das an, das hier kann man noch schnell machen, irgendwie so ganz random, Leute. Also bis da Straßen kommen, da müssen ja auch Straßen hin. Was soll ich dagegen jetzt machen, wenn wir noch keine haben? So ich würde sagen, das geht erstmal so, zack. Wartet, so. Ey, da fehlt noch was. So, hier. Jetzt haben wir das gemacht. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Das Haus sieht auf jeden Fall besser aus als das von davor, finde ich, zu meinem Teil. Wir können hier jetzt schön im Pool gehen und chillen. Also, ja, das sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich werde off-cam, werde ich das zu Ende bauen, werde ich die Möbel und so alles machen. Also, das ist ja jetzt nicht mehr so wichtig. Deswegen würde ich sagen, Leute, war heute sehr, sehr, sehr krass. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Deswegen würde ich sagen, das war Lil Snoopy. Wuff, wuff.